Ihr wisst alle, es sind bald Weihnachtsferien und da braucht man natürlich viel Geld in GTA, um einfach alles zu kaufen, richtig viel Sachen zu haben, dass es einfach richtig viel Spaß macht. Und da habe ich die perfekte Seite für euch mit wirklich günstiger Account-Boost und Unlock-Alls. Und zwar könnt ihr bei dieser Seite einmal für Xbox und PS4, PS5 Accounts kaufen und natürlich also fertige Accounts und Money-Boosts. Ihr findet die Preise da sehr krass. Ihr seht, die Preise sind wirklich günstig. Wenn ihr die kauft, müsst ihr einmal eure E-Mail eingeben, euer Passwort und dann halt noch zwei Backup-Codes, dass die dann auch reinkommen. Und dann könnt ihr da einmal auswählen, wie viel Geld ihr haben wollt. Und wenn ihr jetzt dann zur Kasse geht, tippt halt eure Daten ein. Wichtig ist, ihr müsst eure Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Und es ist wichtig, wenn ihr nicht 100.000 GTA-Dollar auf dem Konto habt, dann könnt ihr da einfach dazu kaufen für 2 Euro, dass das egal ist. Und dann ist noch cool, der Rabattcode WISAG einfach eingeben, kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. So, ihr seht 10% Rabatt. Richtig nice. Und ja, findet die Seite geil. Erster Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Jo Leute, und jetzt bei der Weihnachtszeit noch bis zum, also vom 16. bis 23. Dezember, jeder, der da eine Bestellung macht, hat eine Chance zu gewinnen und zwar 150 Millionen Money Boost auf euren eigenen Account auf PS4 oder PS5. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ciao! Jo Leute, im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich meinen neuen eigenen Money Job beitrete. Dieser Money Job ist wirklich krass, ihr bekommt einen Haufen Geld. Wenn ihr in diesen Job eingeladen werdet, ignoriert ihr einmal den Geldhaufen am Boden und müsst einmal auf diesen Fünfer hochsteigen. So, wenn ihr jetzt auf den Fünfer hochsteigt, geht ihr wie über den Fünfer in die Brücke ein und ihr werdet sehen, 10.000 geht da in einer Millisekunde, das geht unendlich lang so weiter, bis ihr den Job beendet oder abschließt. So, auf jeden Fall, wenn ihr in diesen Job rein wollt, müsst ihr dieses Video liken, meinen YouTube-Kanal abonnieren, kommentiert euren PSN, Social Club oder Xbox Name so oft ihr könnt in die Kommentare und schon könnt ihr eingeladen werden, weil jeden Tag um 18 Uhr gehen Einladungen raus. Und ja, dann würde ich sagen, gönnt euch diesen Money Job auf jeden Fall, nehmt daran teil. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen wirklich heftigen Money Glitch für euch, bei dem ihr einfach so 10 Millionen GTA Dollar bekommen könnt. Ganz ein easy Glitch, würde jeden von euch empfehlen. Macht es denn unbedingt noch, derweil er noch geht. Sobald der Glitch nicht mehr geht, schreibe ich einfach in die Kommentare eine, der Glitch geht nicht mehr. Ja, und dann hätte ich gesagt, fangen wir direkt an mit diesem Glitch. Als allererstes müsst ihr jetzt einmal ins Interaktionsmenü gehen, müsst ihr aber zu Markierungen ausblenden, geht auf Jobs, müsst jetzt Jobs auf einige einblenden gehen und jetzt müsst ihr schauen, dass alles bei euren Jobs da jetzt eingeblendet ist. Wenn dann alles eingeblendet ist, geht ihr aber zu Events, da muss auch alles ein sein. Und bei sonstiges müsst ihr ausblenden. So dass jetzt, wenn ihr das auf die Map geht, habt ihr jetzt nur noch die blauen Sachen da. Und Läden und so Sachen sind jetzt einfach weg. Falls ihr das dann wieder einschalten wollt, dass die Läden wieder da sind, geht es einfach wieder zur Markierung und ausblenden. Geht es auf sonstiges und schaltet das Ganze ein und sind die Läden wieder da. So, jetzt als nächstes müsst ihr zum nächsten Rennen in eurer Nähe hinfahren. Fahrt jetzt einfach mal hin. Wenn ihr nur seid, müsst ihr das Rennen einfach mal starten. Dann tretet ihr den Rennen einfach bei. Müsst jetzt kurz warten, bis ihr drinnen seid. Jetzt auf Einstellungen bestätigen und spielen. So, wenn ihr jetzt im Rennen drinnen seid, müsst ihr genau 3 Kontrollpunkte fahren und dann müsst ihr das ganze Rennen verlassen. So, also Kontrollpunkte seht ihr ja da.
wird 2 von 28, 3 von 28, so. Wenn ihr jetzt dann 3 Kontrollpunkte habt, geht ihr auf euer Handy, geht auf schneller Job, geht auf Jobliste, geht auf Verlassen und verlasst den Job jetzt einfach. Wenn ihr jetzt wieder in der Lobby drinnen seid, kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Und zwar müsst ihr jetzt erstmal ins Interaktionsmenü gehen, die Markierungen ausblenden, sonstige, und müsst sonstige wieder einblenden und Jobs ausblenden. So, dann geht ihr auf die Map und sucht euch sowas, also einen orangen Punkt auf der Map, also entweder den da oder den, und zu dem müsst ihr jetzt dann hinfahren. So, wenn ihr jetzt bei der nächsten Gegnerin-Serie seid, fahrt jetzt einmal mit eurem Fahrzeug ein. Geht dann einmal auf die Map und müsst einmal zum nächsten Ammunition. Soll dort eigentlich bei den anderen auch irgendwann in der Nähe immer sein. Und oben ist natürlich auch Ammunition in der Nähe. So, ihr müsst jetzt hinfahren dann. Also drückt jetzt auf Job auf Abruf, damit unten stehen auf Jobsuche. Jetzt müsst ihr einfach zum Ammunition fahren und einmal eine in Ammunition gehen. Und dann habt ihr den Glitch auch schon fast geschafft. Ich würde sagen, der Wahl könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Dort heißt sie waysec.official. Und ja, lasst da gerne ein Like auf dieses Video da. Und natürlich abonniert auch meinen Kanal. So, wenn ihr jetzt im Ammunition drinnen seid, müsst ihr euch beeilen, dass ihr, bevor ihr in den Job reinkommt, noch zu Spieler hervorheben geht. Und jetzt müsst ihr auf euren eigenen Namen drauf. Geht auf ein. Schaltet das ein, schließt das Interaktionsmenü, tippt 10 Millionen GTA-Dollar. Ja, ich würde sagen, macht den Glitch auf jeden Fall nach und dann sehen wir uns morgen bei einem erneuten Money Glitch wieder. Ciao.